Darum hasse ich diesen Sommer. Ich hoffe, er spricht aus der Erfahrung von Dachbodenmenschen, weil ich bin so jemand, ich sterbe hier. Es ist wirklich über 30 Grad, würde ich sagen, ist hier im Zimmer, oder? 32 Grad haben wir es. Alter, und da will noch jemand sagen, dass ich das hier gut überstehen kann. Kennt ihr das? Was war denn das, Junge? Okay, warte, warte, warte. Das ist ja tatsächlich, das ist der beste Einstieg, den ich bisher von Unholy je gesehen habe. Kennt ihr das? Ihr sitzt gemütlich abends mit einem Kuba. Ist er gerade auf Kartons geflogen? Was ist denn mit ihm los? Die brennen dann auf dem Balkon, wenn ihr Das ist ja beachtet noch seid. geiler, das ist ja noch geiler, als er sich das wahrscheinlich selber vorgestellt hat. Und plötzlich kommt so eine Dreckswespe und versucht euch euer komplettes Leben zur Hölle zu machen. Dann wisst ihr sicherlich, was Sommerhass ist. In diesem kurzen Video möchte ich euch mal berichten, was ich persönlich an dem diesjährigen Sommer so absolut hasse. Fangen wir direkt an. Ist den Autofahrern unter euch mal aufgefallen, dass sobald das Wetter auch nur irgendwie sich minimal in ein Extrem bewegt, egal ob Regen, Hitze oder ein Tornado-Hurricane mit Haien, kein verkackter Verkehrsteilnehmer kennt mehr die Regeln aus der Straßenverkehrsordnung. Mit 70 durch die Innenstadt ist ja nur die eine Sache. Oder mit 140 durch ein Dorf. Kids und Karens, die ihr Auto direkt auf den Zebrastreifen parken, weil Döner Donny direkt daneben seinen neuen Laden eröffnet hat. Und man hat ja keine Lust durch Regen, Wind, Wetter, scheiß Menschen zu laufen. Oder, und vielleicht kläre ich ja jetzt ein paar BMW-Fahrer auf, kennt ihr diese komischen Dinger an eurem Auto, die so runter und hoch tippen können, die dann anfangen zu blinken? Naja, das sind Blinker. Diese sind zur Richtungsanzeige, da man zum Beispiel abbiegt. Und nicht nur, um den Keck vor euch zu zeigen. Jo, Junge, war schneller. Aber natürlich muss man auch noch schnell vorankommen. Und aber das ist wirklich auffällig, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch so aussieht. Das hat auch gar nichts so an sich. Also BMW, ich finde die Marke schön. Ich finde auch die Autos, die sehen hübsch aus. Gar keine Frage. Aber die Fahrer. Es ist wirklich ganz oft der Fall, dass die Fahrer einfach, also wie Schweine, also warum immer die BMW-Fahrer? Warum fahren die wie die Schweine? Es ist wirklich so. Das sind meistens die BMW-Fahrer, die auch wirklich wie übelste Lappen dort rumfahren. Das macht mich richtig aggressiv. Und wie geht das am besten? Indem man sich auf der Autobahn in jede noch so kleine Lücke drängelt, um jemanden zu überholen. Und wenn diese Lücke gerade mal so viel größer ist als das eigene Auto. Wenn zum Beispiel auch ein normaler, geistig gesunder Autofahrer wie ich dann versucht, irgendwo einen Parkplatz zu finden und man sieht in der Entfernung schon so eine Parklücke zwischen zwei Autos. Man fährt da rein und da steht ein verkackter Smart bis zum Anschlag drin geparkt, sodass man sich denkt, während man schon eine komplette Kolonne hinter sich hat, gebe ich jetzt auf und so einen neuen Parkplatz? Oder ramme ich ihn einfach aus einer scheiß Parklücke ins Nirvana. Sind wir doch mal ehrlich, in eine Parklücke von normalen PKW passen mehr Smarts als Insassen in einen Omnibus. Wenn wir schon bei Parken sind, fickt euch, ihr Seebesucher. Diese Deppen parken an Rändern von Bundesstraßen, auf Feldern von Bauern und so weiter. Es ist ihnen scheißegal. Hauptsache, sie müssen möglichst wenig zu ihrem Zielort laufen. Man sagt, manche parken sogar im See. Aber als ob das noch nicht genug wäre, gehen sie meistens auch da schwimmen, wo uns gar nicht erlaubt ist. Beispielsweise an Baggerseen. Und diese Idee haben dann auch noch 100.000 Menschen gleichzeitig. Das kann man jetzt zum Beispiel in Darmstadt zu einem tragischen Zwischenfall. Ja, gucken wir uns das an, gucken wir uns an. Ertrunken ist, weil die Rettungskräfte, die Feuerwehr und der Helikopter nicht rechtzeitig zu ihm gekommen sind. Da ist ey, das wäre ich auch nicht verstehen. Ich habe heute schon, da war ich im Pool und ich habe mit meinen Eltern kurz geredet. Und da kam mir auf das Thema Baggersee und irgendwie was mit Baden. Und da habe ich gesagt, also ich verstehe das nicht. Da gibt es Menschen, die können nicht schwimmen und gehen aber in Gewässer, wo die wissen, dass die nicht stehen können und springen dort rein. Sind die eigentlich geistig komplett zurückgeblieben und dann ertrinken dort Menschen drin. Das ist so dumm, wirklich. Ey, da kann ich nicht. Ich komme da nicht drauf klar, weil das geht über meinen Horizont hinaus. Das macht mich fertig, sowas Dummes. Und der Druck mal zu viele Leute in der Umgebung waren und die Rettungskräfte blockiert haben. Und das Beste. Man darf dort nicht mal schwimmen. Das ist fortgeschrittener Darwinismus, meine Damen und Herren. Von Abstandsregelungen auf Demos, die nicht eingehalten werden, brauchen wir, denke ich, gar nicht zu reden. Hey Attila. Aber was mich wohl am meisten abfuckt, neben den ganzen Insekten, der Pollenallergie, die mich langsam von innen heraus tötet und das Verlangen, jeden Tag mindestens 10 Menschen ins Gesicht schlagen zu wollen, ist diese gottverdammte Hitze. Was zum Fick ist falsch mit diesem Wetter? Oh, ja. Wir haben durch den Lockdown so viel Fühl CO2 ich. Gespart wie noch nie. Und trotzdem fickt uns das Wetter schlimmer als Claudia Roth mit Strap-on. Wir haben schon 37 Grad am Nachmittag. Warum muss es noch 26 Grad um 22 Uhr abends haben? In meiner Wohnung liegt. Hey, bei mir ist es deutlich wärmer. Ne? Ich habe ja gerade 32 Grad. Und ehe das abgekühlt ist, also erst so vielleicht 4 Uhr früh, erst dann ist das bei mir so am kühlsten im Zimmer. Und da reden wir bei am kühlsten, sind wir bei 20 Grad vielleicht. Oder bei über, naja, sind wir bei über 20 Grad. Vielleicht bei 25 Grad oder so, 24 Grad.
liege ich inzwischen wortwörtlich auf dem Boden, weil dieser kühler ist als mein Bett. So lange, bis der Boden zu warm ist und ich mich in mein Bett lege, weil das bis dahin wieder abgekühlt ist. Und das Ganze wiederholt sich dann 3-4 Mal in der Nacht. Da helfen nicht mal die 7 Liter Gin, die ich mir jeden Abend als Schlummertrunk mit Eiswürfeln reinpfeife. Nee, ist gelogen. 7 Liter reichen nicht. Und dann wohne ich auch noch in einer beschissenen Mietwohnung, wo ich nicht mal eine Klimaanlage habe. Das einzige Kühle in diesem Haus ist der Keller und ich will gar nicht wissen, was meine Nachbarn da mit den Nachbarskindern der anderen machen. Oder mit ihren Kindern. Oder mit ihren Enkeln. Gott sei Dank heißt hier niemand Fritzel. Und ja, da ich miete, kann ich mir auch schlecht eine richtig gute Klima einbauen lassen. Geschweige denn, wenn ich das Geld dafür hätte. Also so ein Klima alte schneller mehr als Auto. Und auf Amazon sind Ventilatoren und günstige Kühlgeräte alle gleich. Entweder komplett überteuert, ausverkauft oder so laut, dass ich sie nicht nachts laufen lassen kann, weil mein Ohr durch dieses niederfrequente Brummen so hart penetriert wird, dass Bill Clinton Sekretärin eifersüchtig wird. Und wenn man dann 3 Stunden am Schnitt sitzt, einem die Kopfhörer schon buchstäblich an den Ohrenrändern festschmelzen, wenn mit Menschen trotz Corona da draußen Ringelpiece mit Anfassen spielen, während man dann feststellt, dass man das alles für ein paar Klicks im Internet macht, dann merkt man schnell, das ist es wert. Folgt mir gerne auf Instagram, Link ist in der Beschreibung. Ey, ohne Scheiß, Unholy wirklich großen Schritt nach vorne gemacht, ne? Ey, ich finde, das ist eine viel erfrischendere Art von Video. Finde ich sehr, sehr nice, wirklich. Also ich hoffe, mit sowas zieht er durch, weil ich denke auch, dass das bringt ihm mehr. Das bringt ihm auch auf weite Sicht deutlich mehr. Real Talk jetzt. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Wirklich, hat auch wirklich ein Like verdient.